Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, Tobias Bechtle. Heute möchte ich euch einen Lightroom-Quick-Tipp geben, wie ihr mit einem zweiten Monitor oder in einem zweiten Fenster arbeiten könnt, euch das Bild live in 100% anschauen könnt, ohne groß hin und her klicken zu müssen, sondern immer sofort on point seid und somit super die Schärfe kontrollieren könnt. Also, jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Und da sind wir auch schon in Lightroom und wir sehen hier ein Foto von Izzy, die beim letzten Studioabend von Lightup Events dabei war. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, können wir durch Klicken der linken Maustaste oder Klicken der Leertaste uns ein Bild in 100% anzeigen lassen. Sollte das nicht der Fall sein, dass ihr nicht 100% bekommt, dann guckt mal, ob ihr hier oben beim Navigator 1:1 eingestellt habt. Das heißt, wenn ich jetzt die Leertaste drücke, seht ihr, dass sie eingepasst kommt. Drücke ich jetzt wieder die Leertaste, erscheint hier 1:1. Sollte das nicht der Fall sein, dann schaltet das einfach kurz um durch Klicken und das Ganze passt wieder. Gut, wir können uns jetzt hier also ohne weiteres, wenn wir durch die Bilder gehen, diese dann in 100% anzeigen lassen. Das heißt, entweder klicke ich hier unten immer auf das nächste Foto drauf, lasse mir das anzeigen, oder aber ich nutze die Pfeiltasten. Das funktioniert hierbei jetzt schon mal ganz gut, weil die Augen immer auf der gleichen Position sind oder halbwegs selben Position. Sobald sich das aber ändert, wie hier, muss ich immer wieder nachjustieren. Und um das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen, gibt es die Möglichkeit, ein sekundäres Fenster zu nutzen. Dafür könnt ihr hier unten links im Filmstreifen einfach mal auf die 2 klicken. Solltet ihr den Filmstreifen nicht sehen, könnt ihr hier oben auf Fenster, Bedienfelder und dann auf Filmstreifen anzeigen klicken. Dadurch wird euch der Filmstreifen angezeigt und ihr könnt dann hier auf die 2 klicken. Dadurch bekommen wir ein zweites Fenster und haben auch hier die Ansichten, wie wir sie auch aus der Bibliothek kennen, nämlich Raster, Lupe und Vergleichen. Hier wird uns jetzt immer das entsprechende Foto angezeigt, was wir uns hier ausgewählt haben. Soweit schon mal ganz logisch. Wenn wir jetzt aber einen kleinen Trick machen, oder eigentlich eine Funktion nutzen, und zwar hier oben auf Live gehen, dann heißt das schon mal, dass das nächste Foto angezeigt wird, wo unser Mauszeiger drauf ist. Ja, soweit auch schon mal ganz logisch. Wenn wir jetzt aber auch noch sagen, wir gehen hier von der Ansicht statt eingepasst auf 1:1, dann wird uns das ausgewählte Foto angezeigt und immer da, wo der Mauscursor ist, wird es in 100% angezeigt. Das heißt, ich kann jetzt hier ohne weiteres relativ schnell mit den Pfeiltasten durch die Bilder gehen und ohne noch zusätzlich irgendwas zu klicken oder umzuschieben, einfach mit dem Mauszeiger auf den entsprechenden Bereich gehen, den ich in 100% angezeigt haben möchte und somit die Schärfe kontrollieren. Natürlich müssen auch hier die Bilder immer geladen werden. Das heißt, wenn ihr sie einmal schon mal vorher laden lasst, spart ihr euch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt hier 36 Megapixel an Bilddaten, das dauert immer einen Moment. Aber ansonsten könnt ihr somit euch sehr schön und sehr schnell das Bild oder die Bilder in 100% anzeigen lassen und miteinander vergleichen. Wer jetzt aber noch einen zweiten Monitor hat, kann sich das Ganze auch auf dem entsprechenden Monitor anzeigen lassen. Dafür schiebt ihr euch das Fenster einfach auf den zweiten Monitor und geht dann bei Fenster Sekundäranzeige auf Vollbild. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr gleich, wenn ich auf die Kamera schwenke, die hinter mir ist, um euch das Bild anzeigen zu lassen. So, und jetzt haben wir auch schon das Bild auf dem zweiten Monitor. Und auch hier können wir wieder unten links einfach auf 1:1 gehen und das Ganze auch noch auf Live umschalten und uns somit einfach die unterschiedlichen Bilder in 100% anzeigen lassen. Wir müssen nicht mal auf die nächsten Bilder klicken. Es reicht schon, wenn wir in der kleinen Filmstreifenansicht auf das gewünschte Foto klicken. Natürlich können wir uns somit hier ein bisschen besser das Bild auch im Gesamten anschauen lassen, wenn wir mit den Pfeiltasten weiterklicken, um das nächste Bild zu sehen. Zusätzlich könnt ihr auch oben links einfach auf Raster klicken und dann bekommt ihr die Bilder von eurem Katalog, der Sammlung, wo auch immer ihr seid, angezeigt und habt somit nochmal einen guten Überblick über die Bilder und habt wenig Ablenkungen dazwischen, wie zum Beispiel die Navigatorseite oder auch rechts die ganzen Informationen zu
Stichwörtern und so weiter. Das heißt, ihr könnt hier sehr schön fokussiert auch arbeiten, um euch nur die Bilder anzeigen zu lassen, die ihr wollt oder auch die Schärfe zu kontrollieren. Das war mein kleiner Quick-Tipp und jetzt ist es Zeit für die Endcard. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Heute war es ein bisschen kürzer als sonst. Ich denke, das ist aber auch mal ganz praktisch. Ich hoffe, der Tipp hat euch geholfen und wenn ihr zwei Monitore habt, werdet ihr es, denke ich, auf jeden Fall mal einsetzen, denn für die Schärfenkontrolle ist es wirklich ideal. Dort drüben auf der Seite findet ihr jetzt noch zwei Videos. Im ersten möchte ich euch erklären, wie man Light Leaks und Light Flares verwendet. Richtig cooles Ding, auch erst vor kurzem aufgenommen. Und darunter findet ihr ein Video zu einem Charakterporträt, was ich mit meinem Dad vor einiger Zeit gemacht habe. Unter mir findet ihr den Abonnieren-Button und die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mir Feedback gebt, wie ihr überhaupt dieses ganze neue Design findet, die Endcard, das Intro, ob euch das Video auch gefallen hat. Und wenn ihr Tipps habt für weitere Videos, schreibt sie doch auch mal unten rein. Solltet ihr Fragen haben, stellt sie. Ihr könnt mich überall erreichen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin. Ciao.